Cupping ist eine Methode zur Pflege der Faszien, die das Prinzip des Schröpfens weiterentwickelt. Geschröpft wird bereits seit Jahrtausenden und in beinahe allen Erdteilen. Schröpfen wird als Umstimmungstherapie bezeichnet, weil sie die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen soll. Zum Schröpfen gehören meist die typischen Einblutungsmale, aber auch sogenanntes leeres Schröpfen wird praktiziert, bei dem ausschließlich eine navale Stimulation ausgeübt wird. Genau hier setzt das moderne Cupping an. Die Faszienforschung hat in den letzten Jahren das Verständnis für die menschliche Anatomie ganz wesentlich verändert. Faszien gelten als das strukturgebende Element des menschlichen Körpers. Cupping dehnt die oberen Hautschichten ganz unmittelbar und sorgt für Mobilität im Gewebe. Gleichzeitig werden Nervenimpulse gesendet, die auch Fernwirkungen erzielen können, über Akupunkturpunkte zum Beispiel. Natürlich wirkt Cupping auch auf die Gefäßsysteme wie das traditionelle Schröpfen. Es steigert die Durchblutung und fördert den Lymphfluss. Cupping wirkt also auf eine Vielzahl von Systemen im Körper, aber kann auch dem Geist und der Psyche förderlich sein, indem es als Hilfe zur Selbsthilfe ein Tool an die Hand gibt, das dir das Gefühl gibt, Herrin und Herr deiner Lage und Gesundheit zu sein.